Moin Leute, das sind wir mit einer neuen Runde und zwar mit einer ganz neuen Runde und zwar mit einer Strange Horticulture. Horticulture heißt das Gerät, Entschuldigung bitte. Die Sache ist nämlich die, jawohl. Wir probieren es einfach mal aus. Ne? Kennt ihr das? Also wir hatten hier so, also es geht um Pflanzen. Ja, kurz und knapp. Es ist voll mit Pflanzen und Gedönse und Gewämse. Wir machen einfach mal ein neues Spiel und dann werden wir schon sehen, was passiert. Die Straßen von Undermere sind eng und klaustrophobisch. An vielen Stellen ragen die Gebäude mit ihren oberen Stockwerken über das Erdgeschoss hinaus, sodass die Nachbarn sich herauslehnen und sich die Hände schütteln können. Oder was wahrscheinlicher ist, um Unverschämtheiten auszutauschen. Das ist natürlich möglich. Ne? Das ist sehr eng hier, es ist sehr gassig, aber hier möchte ich meine Hand nicht rausstrecken, also verstehst du? Wer weiß, wie ich es wieder kriege. Ne? Strange Horticulture ist ein kleiner Laden, der sich abseits der Hauptverkehrsstraßen befindet. Doch das hat den Vorteil, dass es eines der wenigen Gebäude ist, die in Undermere allein stehen. Wie du vielleicht bereits bemerkt hast, benötigen Pflanzen Licht. Und das ist in dieser Stadt auf Straßenhöhe ein rares Gut. Das ist ja gut, nicht wahr? Das ist ja schon mal gut. Hier haben wir schon mal einen Blumentopf. Vor kurzem wurde mir nach dem Tod meines Onkels, habe ich das richtig gelesen? Ja. Der Laden übergeben. Es gibt viel zu lernen, doch eins ist bereits klar. Die seltenen und ungewöhnlichen Pflanzen, die er hier gelagert hat, haben tatsächlich alle ihren Nutzen. Ja, Pflanzen haben mehr Nutzen, als uns lieb ist. Das kann ich mir sagen. Heute ist nämlich der erste Tag am Freitag. Heute ist bei mir Sonntag, damit es mal klar ist. In diesem werden tanks der Schriftgröße, kann ich alles ändern, wie ich das möchte, ganz genau. Ganz genau, es ist ein verregneter Tag, wir sind wahrscheinlich in London. Nicht wahr? Also ich habe mal reingespielt schon, habe da gesehen, dass ich hier schon mal irgendwie reingelümmelt habe und ich muss natürlich auch mal gucken, was hier passiert. So, ich kann jetzt hier meinen Brief kann ich hier lesen, ich habe hier ein Zettelchen. Ich habe ihn gefunden, einen Auszug über den schwer aufzutreibenden Wanderhut. Komm zur Bibliothek in Ambleside. Und ich erzähle dir alles. Wirklich? Ich habe sogar etwas über die vergoldete Dendra gefunden, das von Interesse sein könnte. Simone. PS. Postscriptum heißt das nämlich, ne? Ich dachte eigentlich, bis vor 35 Jahren habe ich gedacht, das heißt persönlich. Es ist möglicherweise ist es eine Mischung aus beidem. Kraul Nieswurz von mir. Einmal ordentlich hinter den Ohren. Okay, mache ich. Das ist Nieswurz. Nizi, alte Niesel, alte Rinde. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie... Ich kann den gar nicht kraulen, ne? Kann ich den kraulen? Ich kann da drauf drücken. Und dann macht er da irgendwie, dann schnurrt der. Ne? Der alte Kater. Der sieht eher aus wie... Ich hätte ihn jetzt nicht Nieswurz genannt, aber ich finde den Namen irgendwie ganz cool. So als Pflanzenliebhaber nennt man sein Kätzchen Nieswurz. Ist ja wohl klar. Oder Löwenzahn oder so. Ne? Ja, würde ich sagen. Warum nicht? So, pass auf. Dann gibt es hier eine Schublade. Die kann man rausziehen. Und hier hast du ein Strange Book of Plants. Ja, von Wilfried Wollnig. Hier haben wir schon mal so ein paar Pflanzen drin. Hier Gleiswurz und Gedöns. Haben wir Nieswurz drin? Warte mal. Natürlich nicht. Ne? Schade, wäre ja schön gewesen. Ich hätte gerne Nieswurz nachgeguckt. So, auf jeden Fall gibt es jetzt hier die Pflanzen nachgucken. Hier müssen die auch benennen. Hier mit Schreiberlingen. Hier mit, wie heißt das denn hier? Mit Kärtchen. Mit Kärtchen. You know what I mean? So, und dann haben wir natürlich auch eine Gebietskarte, eine Übersichtskarte. Hier, guck mal, das ist unser Haus. Hier sind wir irgendwie in Undermere, wenn ich das richtig weiß. Und ja. Jetzt haben wir noch ganz viele andere Sachen und Gedöns. Und wir werden alles noch sehen, was es damit auf sich hat. Wir haben eine Lupe und eine Münze hier, so eine Tuplone, sag ich mal. Und dann haben wir eine gefährliche Pflanze. Wächst spärlich in den Bergen, nordöstlich von Bedbarrow. Nicht weiter sagen. Ja, die Sache ist nämlich die. Jetzt können wir das erstmal alles wieder hier einlegen. So ist schön. Wer geht denn da wieder an meinem Fenster? Laufen immer Leute vorbei, das gibt es überhaupt nicht, ne? Jetzt können wir hier natürlich unsere Pflanzen gießen. Wir können die gießen. Hier gießen wir die Pflanze. Hier haben wir noch eine Pflanze. Hier haben wir sehr viele Pflanzen. Das mit dem Gießen ist sehr merkwürdig. Guck mal, da kriegen wir Sachen. Oh, ist das toll. Oh mein Gott. Komm. Ja,
Ja, schmeiß raus den Lümmel. Also da kann man die Pflanzen gießen, damit wir hier ein bisschen schneller Dings bekommen, ne? Das sammelt sich halt mit der Zeit, ne? Das geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und wenn man hier, also ich habe weder die Zeit noch die Absicht, genau, wenn das Ding hier voll ist, dann können wir hier mit dem Ding auch was machen. So schaut's aus. Das müssen wir erstmal gucken hier. Jawohl. Wir müssen noch warten, bis das voll ist. Ja, dummerweise. Jetzt können wir vielleicht schon mal hier einen suchen. Da kommt nämlich die Victoria Gray zu uns. Ich muss an diesem Laden schon hunderte Male vorbeigelaufen sein, ohne einmal hineinzusehen. Ja, das kenne ich. Das mache ich auch immer. So mache ich. Was für ein wunderbarer Ort, um den Tag zu verbringen. So umgeben von Pflanzen. Ich bin wegen eines ungewöhnlichen Anliegens hier. Wirklich? In der Nacht höre ich flüsternde Stimmen. Sie sind zu schwach, um sie eindeutig verstehen zu können. Aber sie kommen von der Etage über mir. Allerdings lebt dort niemand. Das ist natürlich hart, Mädchen. Ich kann dir sagen, die Zimmer sind leer. Meine Neugier hat gewonnen. Ich muss herausfinden, was die Stimmen sagen. Jetzt steht er hier schon. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt meine Einstellung war. Er möchte gerne den Mond des heiligen John haben. Ich habe nämlich was eingestellt, dass die Pflanzen automatisch beschriftet werden hier. Weil ich habe keinen Bock, das hatte ich alles einzutippen. Ne? Warum soll ich das machen? Also, verstehst du? Jetzt sagt der mir hier, ich weiß gar nicht, ob das auch sonst so wäre. Jetzt gucke ich in mein Pflanzentabu hier rein. Tableau. Hier ist nämlich der Mond des heiligen Ion. Ja, der Ion sagt mir nämlich hier, die Blüte des Monds, des heiligen Ions, sind strahlend rot mit einer gelben Mitte. Es ist hier strahlend rot und das ist eine gelbe Mitte. Die farbenprächtigen Blütenblätter dieser Blume können aufgebrüht werden, um einen Sud zu erhalten, der das Gehör des Trinkenden stark verbessert. Ja. Und das sieht nämlich nach dieser Pflanze hier aus. Ne? Die sieht nämlich aus, als hätte sie einen roten Lümmel und einen gelben Kern. So. Und das werden wir die benutzen und dann ist die Alte auch zufrieden und dann haben wir den auch richtig. Jetzt ist der nämlich hier beschriftet. So. Einsammeln. Dann kriegen wir nämlich ein Clavillium. Marsilia clavis. Ich weiß gar nicht, ich fände es toll, wenn es die Pflanzen wirklich geben würden. Ich bin nämlich, ich weiß es halt nicht. Ich hab ein paar Jahre im Gartenlandschaftsbau gearbeitet. Ich kann ja mal, also, ne, mehr so im Landschaftsbau. Also eigentlich waren wir nicht, wir hatten wenig mit Garten und Landschaft, ja Landschaft so ein bisschen, aber Garten eher weniger zu tun. Wir hatten also mehr so Steinarbeiten gemacht und so Baggergeschisse haben wir gebaut, ne? Und deswegen, ich habe von Pflanzen keine Ahnung. Ich kenne so ein paar, aber nicht, verstehst du, nicht erwähnenswert. So. Und deswegen, wenn da einer von euch zufällig in mein Video hier reinschaut und mir mal sagen könnte, ob es diese Pflanzen gibt. Also möglicherweise diese Form und so, weiß ich nicht. Die gibt es wahrscheinlich, ja. Hier, was weiß ich, ne? Hat man bestimmt schon mal gesehen, so ein Ding irgendwo. Aber ob das Ding auch wirklich Mond des heiligen Ion heißt, das könnte dann wirklich ein Mond sein. Man kennt ja Mond, kenne ich, so einen roten Mond kenne ich, aber der sieht anders aus, ne? Ja. Und nun ja, weiß ich nicht, ob es sowas wirklich gibt, ob diese Pflanzen wirklich echt sind. Und es wäre natürlich noch geiler, wenn die auch wirklich so ein paar Eigenschaften von denen hätten, die hier so sind. So, jetzt können wir das Ding nämlich benutzen. Und jetzt hatten wir hier gelesen, gefährliche Pflanze, wegsperrlich in den Bergen nordöstlich von Back Barrow. So, Back Barrow. Ah ja, hier. Back Barrow ist hier unten. Da ist dieser Punkt. Da ist Back Barrow. Ja? Und jetzt sagt er mir, in den Bergen nordöstlich von Back Barrow. Hier ist Nord, hier ist Ost. Ja, ein ganz Stück Ost. Man könnte natürlich auch sagen, es ist hier oder hier. Aber wir nehmen die am nächsten dran sind, nimmt man einfach. Ja? So, dann nehme ich die hier. Und dann sagt er mir, in den Bergen schlägt das Wetter schnell um. Was als grauer Morgen begonnen hat, ist nun zu freundlichem Sonnenschein geworden. Das ist eine gute Sache. Denn es kostet mich einige Stunden zu finden, weshalb ich hergekommen bin. Als ich fertig bin, hat sich bereits wieder eine Wolke vor die Sonne geschoben. Ein Mantel aus Schatten legt sich über das Land. So, hier haben wir eine Pflanze, bekommen wir ein Samen. Da ist das gute Stück. Neue Pflanze erhalten. Diesen Schemel hier sieht sehr gefährlich aus, der kleine. Rote Früchte, lange, flache Blätter. Ja. Hier können wir analysieren. Können wir ja auch anal. Alles in anal, natürlich.
alles in Tural. Jetzt können wir hier so Sachen machen, ne? Wir können also hier gießen, immer noch. Ich will jetzt mehr Dings haben. Ich will jetzt schneller Dings haben. Deswegen gieße ich hier einfach mal ein bisschen. Wir könnten auch nochmal hier einen Kollegen rufen. Komm mal ran hier. Eigentlich rufen die ein. Ja, guten Morgen. Furchtbares Wetter da draußen heute. Das kann ich dir sagen, du. Aber immerhin gut für die Pflanzen, ha? Ja, die stehen immer drin, du Dödel. Ich habe einen Brief für dich. Her damit. So, zeig mal. Oh. Wieso ist das denn? Das habe ich jetzt nicht erwartet, mein lieber Freund. Gosford ist eine hasserfüllte Stadt. Ich wurde auf den Straßen verprügelt und ausgeraubt und dann ließ man mich dort zum Sterben liegen. Nach einigen Tagen wurde ich von einem freundlichen Fremden gerettet. Gerade als ich befürchtete, dass die Boshaftigkeit schon jede Seele an diesem verfluchten Ort befallen hat. Ich begann, mich mit einer Gruppe von Reisenden zusammen in den Wäldern südlich der Stadt zu erholen. In der nordöstlichen Ecke des Waldes saß ich und starrte eine farbenfrohe Blume an. Während Tränen über mein Gesicht flossen, da mir wieder bewusst wurde, dass es doch Schönheit in der Welt gibt. Ich werde bald nach Andemir zurückkehren. Beste Grüße, Amos Duncan. Na, du bist ja ein Flöten, du. Dann nehmen wir diesen Brief doch hier gleich mal zum Anlass. Oder nehmen wir den anderen? Ich weiß noch nicht. Nehmen wir den erstmal? Oder nehmen wir... Ach hier, den haben wir schon abgehakt. Die ist ja abgehakt. Ist noch Haken dran, ne? Wir nehmen den hier, komm. Ich habe ihn gefunden, einen Lümmel aus Schwanderhut. Ne? Der ist nämlich in Andemir. Kommt zur Bibliothek in Ambersburg. Und ich erzähle dir alles. Hier ist Andemir. Hier ist Ambersburg. Drücke ich drauf. Und schon die Bibliothek hier in Ambersburg ist einer meiner Lieblingsplätze. Simone, die Bibliothekarin, ist immer hilfsbereit und freundlich und teilt teilweise meine Leidenschaft für ungewöhnliche Pflanzen. Heute grinst sie von Ohr zu Ohr und kann es gar nicht abwarten, mir zu zeigen, was sie gefunden hat. Sie hat nämlich zwei Buchenträge, das ist toll. Eine vergoldete Dendra, genau. Hat sie schon mal erzählt, haben wir schon mal gelesen gerade irgendwo. Der Saft dieser Pflanze darf nicht getrunken werden. Lippen und Venen verfärben sich schwarz, während das Blut Dendras Miasma erliegt. Der Tod ist gewiss und garantiert schmerzhaft. Das Gift ist so stark, dass bereits das Berühren der Blätter Schmerzen verursachen kann. Oh mein Gott, ein Wanderhut. Er erhielt diesen Namen, weil dieser Pilz sich im Dunkeln langsam bewegt. Ehrlich, es ist bekannt, dass es in einer Nacht mehrere Meter zurücklegen kann. Das R. Die Lamellen auf der Unterseite des Pilzes bilden wunderschöne, fließende Linien. Sie sind außerdem ziemlich hart und scharfkantig, was diesem Pilz auch den Namen Fingerbann einbringt. Meine lieben Pilzkollegen da draußen, erzählt mir doch mal bitte, ob es das alles wirklich gibt. Das würde mich echt sehr interessieren. Würde mich echt mal sehr interessieren. So, dann kann man hier diese Sachen, die man fertig hat, kann man hier ins Archiv, das kann man hier aufrufen, Archiv, ne, kann man so reinlegen oder hier so hinschmeißen, ist das alles wurscht. Alles Wurst. So, dann kann man das auch wieder dahinlegen. Und dann müssen wir hier wieder warten. Hier, Nisi. Nisi, Wutzi, Poputzi, Poputzi. So, wie spät haben wir denn? Schon 13 Minuten rum. Ehrlich? Wir können mal hier auf die... Nein, wir warten jetzt mal kurz. Wir warten jetzt kurz. Wir machen den nämlich auch noch. Pass auf, sag ich dir. Pass auf jetzt. So, jetzt hier. Es ist soweit. So, pass auf. Mal her mit dem Zettel hier. Erstmal müssen wir Gosford finden. Gosford, ja, ich weiß das natürlich jetzt gerade noch. Ne? Später müssen wir ein bisschen suchen. Hier ist Gosford. Und dann erzählt er mir hier unten von einem... Ich begann mit einer neuen Reise in den Wäldern südlich der Stadt. Zu erholen. In der nordöstlichen Ecke des Waldes. Okay. Also das hier ist schon mal Gras. Ne? Hier ist der Wald. Hier ist südlicher Wald von Gosford. Und der Wald hat eine nordöstliche Ecke. Und das müsste die sein. Ich kontrolliere nochmal eben hier, ob da wirklich Nordost stand. Nordöstlichen Ecke, jawohl. Das ist diese Ecke hier, drücke ich drauf. Der Wald hat eine beruhigende Wirkung auf meine Seele. Es tut mir gut, in die Natur zu entfliehen, weg von all dem Gestank und Gezeter in Andermeer. Es dauert nicht lange,
bis ich eine strahlende Blume unter den ganzen Bäumen entdecke. Ja, welche denn? Die da? Ne, die da. Die da. Neue Pflanze erhalten. Na, wunderschön. Wir haben jetzt schon wie viele? Zwei, drei? Diese eine Pflanze, da haben wir nur einen Bucheintrag gekriegt, ne? Oder wie war das? Ich bin mir nicht sicher. So, weg damit, weg damit. Wir sind jetzt hier quasi jungfräulich. Ach, guck mal hier. Das habe ich sehe jetzt erst, ne? Hier liegt eine Map. Ein Card. Du doch nicht, immer weg, genau. Dich da. Was ist das denn hier? 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 Das habe ich eben noch nicht rausgefunden, was das ist. Ich weiß es nicht. Das tut mir sehr traurig. Aber ich weiß es einfach nicht. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, ich weiß es einfach nicht. So, wir nehmen den nächsten. Gilbert Ames. Hat man nicht irgendwie Ames? Nee, Irgendwas hat die Hexen im Wald in Aufruhr versetzt. Sie lassen niemanden hindurch. Ich musste einen großen Umweg gehen und durch Backborough. Ich habe diese Schwesternschaft noch nie über den Weg getraut. Naja, ich bin ja jetzt auch hier und habe Hartwurzelkraut aus dem Süden mitgebracht, um es gegen einen Limonendandy zu tauschen. Toll. Ist kaum die Mühe wert, wenn man die zusätzlichen Meilen mitrechnet, die ich laufen musste, um hier anzukommen. Limonendandy. So, wir schauen in unser halb so schlaues Buch. Limonendandy, das sieht nämlich so aus, wenn die buschigen blauen Blütenköpfe langsam verblühen. Entlassen sie Samen, die Schweine, mit einem luftigen Pappus, oh mein Gott, sodass sie vom Wind weit getragen werden können. Wenn die Stiele einmal getrocknet und ausgehärtet sind, können sie als Räucherwerk verbrannt werden. Während sie verbrennen, geben sie hohe Schreie ab. Viele glauben, dass es sich dabei um Geister von toten Seelen handelt, die in der Pflanze gefangen sind, ja, und dann noch verbrannt werden. Ihr Schweine. Verdammte, buschigen blauen Köpfe, bla bla bla. So, pass auf. Das ist das Ding hier, ne? Stimmt das? Ne, warte mal, ich weiß es nicht. Ne. Oder? Ich bin total verwirrt. Ich bin verwirrt. Limonendandy. Warte, ich muss nochmal reinschauen. Ich hab vergessen, wie es aussieht. So sieht es aus hier. Jo, wunderschön. Warte mal, wenn die Stiele... Das ist ein Harlekin. Das ist ein Limonendandy. Hallo. Ich habe die falsche Seite gelesen. Ich war jetzt voll verwirrt. Die gedrehten Blätter sollen der Ursprung des Namens dieser Pflanze sein, da sie vermutlich an geschälte Limonenschale erinnern. Neben zahlreichen medizinischen Einsatzmöglichkeiten wird die Blüte des Limonendandy am häufigsten mit der Heilung von Herzkrankheiten in Verbindung gebracht. So, Limonendandy. Ich war mir nämlich sicher, dass der das ist. Und der sah ja gar nicht so aus. Und das ist nämlich hier diese geringelten, dann kann man jetzt reinlegen, diese geringelten Dinger hier, ne, daran erkennst du das. Das ist zwar nicht so wirklich blau, aber naja. Wir geben das Zeug mal hier. Und dafür gibt er uns nämlich, wir haben die also schon mal hier gelümmelt, wir kriegen eine neue Pflanze ins Dings. Und der hat uns diese hier gegeben. Der hat uns auch gesagt, wie die heißt, aber ich habe es vergessen. Okay, danke. Danke. Viele, viele Danke. Danke, danke. Danke. So, der hat hier alles schön beschriftet hier. Den Lümmel haben wir auch beschriftet und den anderen hatten wir auch beschriftet. Wo ist denn der? Ja, wer bist denn du? Sag mal. Hier, stell dich mal daneben. Euch beiden kenne ich schon. So, siehst du wohl, können wir auch sortieren. Hier ist das nicht wunderschön. Ein Sortierspiel ist doch fein, nicht wahr? Wir haben jetzt 19 Minuten. Sollen wir mal eine Pause machen, sag mal? Ich habe dieses ganze Lesen und Gedönse hier, weil es so schlimm ist. Deswegen, ich mache jetzt eine Pause. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht es gut, haut rein. Ciao, ciao.